Als Diego und die drei Detektive sich von ihrem Schrecken erholt hatten, stellten sie fest,
Der Schergen-Toni eilte hinaus. Onkel Titus gesprochen. Rechen und ihre neuen Freunde saßen auf der Ladefläche des Lasters, weil vorn nicht genügend Platz für sie alle war. Das ist der Santa Ynez Creek, unsere Gebietsgrenze. Er führt erst wieder Wasser, wenn die Regenzeit kommt. Unser Staudamm am Creek ist etwa eine Meile weiter nördlich. Bad Finkenstein begrüßt seine Gäste. Die wird das nicht erfahren. Keinen Ton davon. Los jetzt! Wenn du schreist oder dich wehrst. Tarzan erzählte dem staunenden Polizisten die ganze Geschichte um das Rätsel der alten Villa und den Mann und der Polizisten. Sie versuchen. Einige Tage später gab die Polizei die gestohlenen Wertsachen zurück. Und die vier vom TKKG bekamen tatsächlich eine riesige Belohnung.
Tarzan radelte am frühen Nachmittag in die Stadt. Auf kürzestem Weg fuhr er in die Altstadt. Die Kurverwaltung befand sich in einer alten Villa. Die vier TKKG-Freunde traten ein und sie hatten keine Mühe, zum Kurdirektor Herrn Schneider zu kommen. Entschuldigen, Herr ist rundum prima gegen. Oh ja, und vielen Dank. Willi hatte den größten Appetit. Er aß schneller als alle anderen zusammen. Guck doch mal, wie süß. Sie sind ja richtig unzertrennlich. Nach diesem Abenteuer sind wir das doch auch, stimmt's? Ja, klar.
deswegen zum Internat zurück. Er kontrollierte den Briefkasten an der Mädchenschule. Die Bande beschloss daraufhin, mit dem Rad dorthin zu fahren. Wir sehen uns mal um. Das Garagentor ist zwar unten, aber nicht eingeklinkt. Was hast du vor? Ich will sehen, ob ein Auto da ist. So wahr ich Tarzan heiße. Während Tarzan und Herr Zonker die Übergabe des Geldes vorbereiteten, rief Hartmut A. Selbmann einen Briefmarkensachverständigen. Bille war wie geboren. Das war sie, wie sie leibt und lebt. Meine liebste Carminia, die schönste und Wichen sie langsam nach beiden Seiten zurück und gaben den Blick auf ein schrankgroßes Paket frei. Oh, meine neuen Möbel! Merkwürdiger Schrank. Das Paket wiehert ja. Zottel, du steckst in dem Paket und Zottelchen. Und ich dachte schon, Henrys hätten dich für Bettina gekauft. Das hätte ich niemals zugelassen. Zottel gehört jetzt dir, ganz allein dir, Bille. Wir haben uns alle extra Arbeit gesucht, um das Geld für Zottel mitzuverdienen. Mhm. Daniel hat Nachhilfestunden gegeben, Simon und ich haben auf dem Hof und im Büro geholfen. Ja. Bettina hat Babysitter gespielt. Und als du dahinter kamst, dass Zottel verkauft worden war, Mann, das war vielleicht ein Theater. Nun, ein Haar hätte ich dir aus Mitleid verraten. Dann wäre die ganze Überraschung im Eimer gewesen. Das hätte ich... Ich hoffe, er weiß, wo der Gammler mit dem Marinemantel ist. Andy wusste es tatsächlich. Zottel kam heran und legte seinen Kopf zärtlich auf Billes Schulter, um sie daran zu erinnern, dass er auch ein Anrecht auf ein Stück Geburtstagskuchen hatte. Oh, Zottelchen, gibt es etwas Besseres auf der Welt, als solche Freunde zu haben?
glücklich und sorgenfrei auf eurer geliebten Insel. Ihr habt sie jetzt ganz für euch. Ihr habt es wirklich verdient. Oh, danke. Ja, toll. Sie rannten davon, glücklich und sorgenfrei. Erleben lassen. Sie haben es wirklich verdient. Versteck. Außer einem dunklen Loch ist nicht das Mindeste zu sehen. Keine Kiste, nichts. Hey, du lässt dir das Gold auf mich regeln. Dick, ich glaube, dort oben ist mehr als eine Kiste. Ein Vermögen, ein Schatz. Ich habe nichts verändert. Am besten, wir sammeln die Münzen hier auf für den Fall, dass Abby kommt, hier nachzuforschen. Thank you.
Geheimnisse, an denen ich je gearbeitet habe. Setzen Sie sich. Unmöglich. Bahn in die tosende Nacht hinausfunkelte. Hoffentlich verlaufen wir uns nicht, Anne. Sobald wir jemanden treffen, müssen wir uns sofort erkundigen. Wenn wir jemanden treffen, es wird regnen, siehst du. Also, ich sehe aus wie du. Klären. Justus sagte ihm, dass die drei Fragezeichen Detektive seien, die bereits über beträchtliche Erfolge verfügten. Wo habt ihr... Wachtmeister Weber wurde nicht enttäuscht. Martin hatte tatsächlich aufgenommen, was der angebliche Onkel Toni zu Trixie gesagt hatte, bevor er sie fesselte. Das reichte vollkommen aus, ihn für viele Jahre hinter Gitter zu schicken. Dazu war diese Tonbandaufnahme so wertvoll, dass Trixie Belden unter Polizeischutz nach Hause gebracht wurde. Allein zu fahren traute sie sich nämlich nicht, da sie nur einen Schlafanzug anhatte und darüber hinaus auch noch barfuß war.